Freunde, herzlich willkommen nun auch endlich hier bei mir zu Let's Play Spin Terrace, die Offroad Truck Simulation. Tja, ich habe mit meinem Rassemuster auch erhalten, nach Kommunikationsschwierigkeiten und hin und her und jemandem. Es wurde zugesichert, dass es für die kommenden Rondomedia-Spiele bzw. Astrakon-Spiele es einen frühzeitiger Rennablauf gibt. Das ist schon mal schön. Spin Terrace erscheint am 13. Deswegen gibt es ja auch noch keine Multiplayer-Matches, aber dafür halt ein Einzelspieler. Wählen Sie eine Einzelspielerkarte aus: Küste, der Hügel, Ebenen, Flussüberquerung oder der Vulkan. Ich nehme jetzt einfach mal die Wüste. Wir können hier zwischen Simulation und Gelegenheitsspiel Rettung zum Freischalten von Werkstätten möglich. Zeit kann übersprungen werden. Verbraucht Kraftstoff. Kraftstoffverbrauch ist niedriger als im Simulationsmodus. Navi-Route im Spiel sichtbar. Keine Rettung zur Werkstatt, keine Zeitvorsprünge, keine Differentialsperre bei eingeschalteter Automatikschaltung. Kraftstoffverbrauch höher als im Gelegenheitsspiel. Ach, wir gehen einfach mal ins Gelegenheitsspiel rein und bitte warten. Sachsen Let's Player mit Ossi Öhm drauf, das ist schön. So wie man spielt. Minikarte F1 zu sehen. Den du an ihm vorbeifährst. Schalte andere Fahrzeuge frei, indem du nah an ihm vorbeifährst, okay? Wähle zusätzliche Anbauteile, bla bla bla. WASD, halte H, um die Scheinwerfer an- und auszuschalten. Drücke 1 zum Umschalten der Kamera. Okay. Q ist eine Differentialsperre. E ist standardgemäß. An und aus. Während die Kupplung betritt. Während Kupplung schleift nach einem Kick auf den Schaltknüppel, okay. Drücken der V auf Fortgeschrittenen, erhältst du Zugriff auf zusätzliche Steuerungsoptionen. Okay. So, sehr schön. Also hier ist eine Werkstatt, das ist schon mal schön. Wo müssen wir jetzt hin? Das frage ich mich jetzt gerade. F1. Hier ist die Werkstatt und das ist alles verdeckt. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie dahin. Gut, warum nicht? Ja, dann. Dann würde ich mal sagen, machen wir das einfach mal. Ich habe nämlich auch keinen Plan, wo ich hier hin müsste, vom abgesehen, weil. Muss ich reißen? Also dann gäbe ich geradeaus. Naja, dann. Hier wäre jetzt noch die Innenansicht geil. Fängt schon gut an, also wir haben uns auf jeden Fall schon mal festgefressen. Ah ja, und bitteschön. Boah, alter Schwede. Mit ihr ging gleich nochmal Allrad an, aus, so war das. Ach, guck an, hier hin.
Oh, nice. Ich bin dort, das ist richtig. Das hat er auf jeden Fall schon mal richtig erkannt. Also, wie gesagt, richtig, das ist Distanz 35 Meter, bla bla bla. Ah, jetzt kann ich ja den fahren, okay. Sehe ich das richtig? Rotorstern? Auf jeden Fall nice. Ja, das kennen wir jetzt in der Sinne schon. Rechts hoch ist es angeblich irgendwo. Was haben wir denn jetzt hier? Drei Kran. BCF 0? Sag mal so, die Physik ist auf jeden Fall schon mal recht interessant, das muss man lassen. Allerdings, wie es jetzt hier weitergeht. Sehe ich aber trotzdem also gerade nicht. Ich meine, das ist schön die Spielerei hier und Farbe. Hmm.
Ah, okay. Gut, so hätte man das natürlich auch machen können. Ziel. Ah ja, jetzt verstehe ich. Okay. Da müssen wir also hin. Da einfach geradeaus, wie es aussieht, dann machen wir das mal. Ne, das funktioniert dann doch nicht. Ich schuhe gleich mit dir. Auf dem richtigen Weg? Ja. Alter Schwede. Wir haben uns festgefahren. Ne, würde mal sagen, da haben wir uns schon mal gut festgefahren. Fahrzeug wechseln, Maschine mieren, Allrad wurde abstellen. Genau, da bin ich und da habe ich ein Problem. Man hätte vielleicht noch hier hinten lang fahren können, aber kann mal gucken hier, Steuerung. Beschleunigen, Scheinwerfer, Kamera, Spielanbindung, Escape, ne. Ja, ist ja logisch, ist ja logisch, ist ja logisch. Wollen wir sich nicht mal irgendwie zurücksetzen lassen? Das ist gerade das.
Spielfortschritt, Ziel, Ende 90. Alles schön und gut, aber ich habe mich festgefahren. Das ist doch scheiße. Ich muss schnell ins Hauptmenü. Ja, ich würde gerne ins Hauptmenü zurück. Spielen. Flussüberquerung. Nein. Ich hätte gerne die Wüste. Spiel starten. Ja. Ja, mein neues Spiel starten. Wir wissen ja, wo es lang geht. Jedenfalls jetzt wissen wir, wo es lang geht. Ja, wackeln tut es auf jeden Fall schon mal wie Huxe, wie immer. Gar nicht so einfach, aber das kriegen wir auf jeden Fall schon irgendwie hin. Macht auf jeden Fall jetzt schon mal eine Menge Spaß, auch Multiplayer bin ich ja mal extrem gespannt, wie das wird. Dieser ganze wird am 13. erscheinen hier. Nach vorne sind wir schon wieder. Ja gut, meine Freunde, dann würde ich erstmal sagen, was ist erstmal für die erste Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Ja, hinterlasst mir Verbesserungsvorschläge, Tipps oder wie auch immer. Ich denke mal, ich werde mich ja irgendwie schon zurechtfinden. Bis dann, haut rein. Tschüss.